Hallo meine Schnuckis und herzlich willkommen zum achten Teil meiner Lapbook-Serie mit dem wunderschönen Hexenpapier von Luise Heinzel. Ihren Shop habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Und heute geht es um dieses kleine Mini-Album hier. Also wie ich das gemacht habe, das erkläre ich euch. Und wie eine Endloskarte entsteht. Das Ganze, das kommt heute. Ach ja, und der kleine Stiftehalter, der ist auch in dem heutigen Teil enthalten. Und wie ich das Ganze gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier ein Stück, das ist 20 mal 10 cm. Und das wird jetzt erst gefalzt, bevor ich es weiterschneide, damit ich auch überall wirklich die gleichen Längen habe. Und zwar falze ich das die kurze Seite oben anlegen. Bei 2,5. Drehe das einmal und falze dann hier auch nochmal bei 2,5. Und dann war es das schon mit der Falzarbeit. Und dann schneide ich mir hier das Ganze in 5 cm Stücke. Man könnte auch einzeln 5 cm schneiden und also 5 mal 10 cm schneiden, 4 mal. Und dann hat man im Prinzip das Gleiche. Nur so bin ich sicher, dass die Falzlinien auch alle auf der gleichen Höhe sind. Ja, frag nicht, wie oft ich das jetzt vorhin schon mal ausprobiert habe. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man kein Glück. So, jetzt wird geklebt. Und zwar kann ich mir das so hinlegen. Dann kommen hier an die Ecken Klebemittel und dann kommt das hier so versetzt oben drauf, also um 90 Grad gedreht. Und das ist schon die ganze Karte. Das ist total simpel. Was ihr hier seht, sind noch Reste beziehungsweise das Design dann dafür. Ich habe einfach in meine Restekiste geguckt, was ich noch an Designpapier übrig hatte. Die hier sind 4,5 mal 4,5, die hier sind 2 mal 4,5. Und die hier sind 2x2, je 8 von jeder Maßeinheit. Und ich klebe mir das jetzt zusammen, indem ich mir hier erstmal Lineal hinlege, weil ich darf wirklich nur hier oben auf das Viertel Kleber machen. Und wenn ich das Lineal habe, sehe ich hier meine 2,5 und kann dementsprechend auch wirklich nur hier auf die 2,5 Seite Kleber machen. Ich markiere mir das einfach, indem ich da an der 2,5 Linie nach oben gehe. Dann nehme ich mir mein nächstes Stück Papier und klebe das hier ebenso um 90 Grad versetzt drauf und gucke, dass das ordentlich in die Ecke passt. Da muss man wirklich sauber arbeiten, sonst funktioniert das mit dem Klappelement nicht. Also mit dem Klappen nicht. So. Dann mal das. Dann mache ich hier auch einmal Kleber drauf. Und das klebe ich jetzt hier hin und gucke, dass meine Falzlinien hier übereinstimmen. Sonst wird das wieder nichts. So. Und dann kommt schon die letzte Seite. Da halte ich mich wieder das Lineal hin. Einmal auf die Seite. Kleber und einmal auf die Seite. Dann die letzte Seite drauf. So, hier ist eine kleine Lücke. Das ist völlig okay. Hauptsache, die Falzlinien sind gleichmäßig. So. Und das muss jetzt erstmal gut trocknen. Wenn das gut getrocknet ist, geht es einmal ins Falten. Ich nehme diese Karte und knicke die jetzt einmal so rum an beiden Seiten.
und falz hier auch noch mal drüber. Hier ist ein bisschen Kleber auf die andere Seite gekommen. So, dann knicke ich das hier an den Falzlinien einmal um. Und auch hier unten. Dann einmal wieder auseinander und so auseinander. Und dann sind wir schon wieder am Anfang. Also so, so, so und so. Ich finde, die Karte sieht total kompliziert aus, ist aber gar nicht so kompliziert. Und jetzt geht es ans Aufkleben. Man kann an den Falzlinien erkennen, wie ich die Größe annehmen muss. Hier die großen, hier die mittleren. Und wenn ich das jetzt aufklappe, sieht man hier oben, müssen die kleinen in die Ecken. Ja, und das mache ich jetzt einmal. Ich klebe jetzt alle Teile einmal auf und versuche sie auch daran zu denken, zu inken. Es geht aber auch, wenn man es aufgeklebt hat und dann inken. Kleiner Tipp von mir, ich mache es nämlich an einer Stelle falsch. Klebt erst die großen Quadrate auf. Das erleichtert das alles, weil es gibt nämlich einen Knickmoment. Der ist hier. Die halben Quadrate rechts und links sind nämlich eigentlich große Quadrate. Das fällt mir dann ganz am Ende auf und dann muss ich das Ganze ausbessern, indem ich einfach die großen Quadrate darüber klebe und nochmal neue kleine klebe, weil das hat mir nicht gefallen. Das sieht man hier, da habe ich halt zu viele Rahmen, wo eigentlich keine Rahmen hätten sein müssen. Und nee, nee, da muss man das dann halt später nochmal überkleben. Also dran denken, erst alle großen Quadrate aufkleben und dann die Lücken mit den entsprechend großen Papieren füllen. Diese Karte habe ich auch schon mal in einem anderen Video gemacht. Das ist schon ziemlich alt, aber ich verlinke es euch trotzdem unten. Falls ihr das genauer sehen wollt, dann könnt ihr euch das da auch nochmal anschauen. Das ist ein bisschen größer, also eine größere Karte geworden, aber das gleiche Prinzip. Dann falte ich jetzt hier nochmal alles für euch säuberlich durch. Ich finde das eigentlich ganz cool. Man kann ja halt auch auf diverse Blättchen irgendwas draufschreiben, was einem so einfällt. Und das finde ich ganz hübsch. Dann nehme ich mir mein Ephemera, pack zur Hand und suche mir eine Ecke aus, die ich als Tasche benutzen möchte und knicke mir dann einfach die Seiten ein, um die dann nachher in mein Lapbook einzukleben. Und zwar unter die Aufbewahrungsschachteln. Aber zuerst fehlt da natürlich noch ein Hintergrundpapier und ich dachte mir, das Mädchen oder die Zauberin, die Hexe, Natur, Madame, wie auch immer man es bezeichnen möchte, die passt da ganz gut hin, weil wenn man die Karte nämlich rausnimmt, dann sieht man das Motiv und hat nochmal so einen kleinen, ja, Blickfang drauf. Ich schneide mir das jetzt hier mit geraden Kanten ab, damit meine Seite einigermaßen gleichmäßig ist, habe daran gedacht zu inken. Ja, ab und zu denke ich auch mal dran. Und dann wird das Ganze eingeklebt. Also einmal vollflächig und dann die Tasche. Und ja, bei der Tasche habe ich einfach darauf geachtet, was man nachher sieht, wenn ich das ganze Ding mal nach oben schiebe, weil ich merke, dass man nicht sieht, dass die untere Kante der Tasche mit der unteren Kante von der Box abschließt, damit man das eben nicht sieht, wenn das Ganze geschlossen ist. Tja, dann wird die Karte nur noch da reingeschoben und versteckt ist sie. Und eine kleine Überraschung, wenn man die Box zur Seite klappt. Das Designpapier ist so schön, da wollte ich dann noch ein kleines Journal draus machen. Und zwar dieses hier, das passt so auf eine Handfläche. Das habe ich mir so ausgedruckt, dass ich vier Seiten auf eine DIN A4 Seite mir konfiguriert habe. Und dann habe ich das in Mini. So relativ simpel aufzukleben. Ich habe mir überlegt, was möchte ich vorne und hinten haben und habe das einmal in der Mitte durchgeschnitten. Das sieht man jetzt hier nicht gut, dass da keine wirklicher Buchrücken ist. Das habe ich hier mit der Spitze verdeckt. Und das Ganze wird jetzt so zusammengeklebt, indem ich hier, das ist ja eine DIN A4 Seite im Prinzip, die habe ich mir dann in der Mitte geknickt und dann auf der einen Seite per U Kleber aufgetragen und die nächste Doppelseite, also die nächste Seite, geknickt draufgeklebt. Und dann hier wieder ein U und die nächste Seite draufgeklebt. Und dann entstehen hier überall Taschen.
Ja, habe ich so dieses Ephemera habe ich mir auch im vier Teile auf eine Seite gemacht und habe ich so Mini-Ephemeras auf festeren Karton geklebt und hier auch noch ein bisschen gestempelt. Kann man als Journaling benutzen oder man klebt es irgendwo rein. Das geht alles und ja, man hat halt dieses kleine Mini-Buch in allem. Ich habe hier auch noch ein bisschen Spitze überall rangetüttelt, was halt so ne, an Dingern übrig war, weil ich mir die hier ein bisschen gekürzt habe. Das ging mir zu weit ins Motiv rein. Und dann waren halt die Reste über und die habe ich mir dann noch da hingeklebt und da so ein bisschen hin und da so ein bisschen hin, wie man das Ganze möchte. Hier vorne habe ich mir so eine Bottelklammer genommen, so eine Büroklammer im Prinzip. Nein, keine Büroklammer. Ja, Sicherheitsnadel. Und habe da ein paar Perlen aufgefädelt und die hier einfach mit an die Spitze gehangen, weil ich fand, das war so leer. Es fühlt sich immer noch leer an, aber ich wollte gerne, dass man die Motive wirklich sehen kann, wie sie im Originalzustand waren. Deswegen ist das Büchlein jetzt so entstanden. Ist jetzt nicht wirklich aufwendig. Deswegen wollte ich dazu kein eigenes Video machen. Das ist halt ausschneiden. Das ist halt das Aufwendige an diesem Ding. So, und dann muss ich das natürlich auch noch irgendwie in mein Buch reinbekommen und deswegen liegt hier auch schon die Spitze. Ich möchte das gerne reinbinden, also dass ich das so in mein Buch reinlege und dann hier oben einfach nur zubinde. Dadurch kann das natürlich hier auch gerne noch ein bisschen größer werden, da kann man dann einiges reinsammeln als Minitaschen, aber man sieht halt relativ gut noch das, was unten drunter ist und nachher kann das quasi an der Seite raushängen und das sieht dann auch noch mal gut aus. So zumindest in meiner Vorstellung. Ich habe mir hier schon mal so eine Eckenschoner dran gemacht. Das ist nicht meine Idee. Habe ich auch abgekupfert von der lieben Nicole K. Die hat das schon mehrfach gemacht und ich finde, das gibt irgendwie noch mal so einen ganz hübschen Look. Die andere Seite habe ich jetzt noch nicht gemacht, damit wir das zusammen machen können. Und zwar lege ich mir einfach hier meine Spitze hier so hin, wie ich es gebrauchen kann. Und dann schneide ich mir das so ungefähr in der Form schon mal zurecht. Ist natürlich gut, wenn die Spitze genauso groß ist wie hier so eine Ecke. Aber ja, hat man manchmal nicht. Da muss man halt hier so ein bisschen quetschen. Ich quetsche jetzt, quetschen ist jetzt zu viel gesagt, die Spitze da rein. Man kann, wenn man möchte, das Ganze auch von innen noch verkleben. Aber wenn man eine gute Zange hat und das alles gut runtergequetscht kriegt, dann ist das hier fest. Da bewegt sich nichts mehr. Ich habe hier so eine Flachzange, da ist eine Zange ganz gut. Also sonst tut man sich nur weh. Beziehungsweise muss übelst viel drücken und so. Also da braucht man schon eine gute Zange. Und dann drücke ich das hier auch nochmal runter. Dann geht das irgendwie immer so ein bisschen auf. Dann muss ich das hier wieder runterdrücken. Ich drehe das mal, dann geht das, glaube ich, besser mit rechts. Und dann halte ich mir das und dann drücke ich es fest. Das ganze Ding wird jetzt platt. Aber das finde ich ehrlich nicht schlimm. Dafür ist es ja im Prinzip auch schon fast gedacht. So, hier popelt jetzt noch irgendwas raus. Das können wir noch abschneiden, wen es stört. Mich stört es gerade. Bist du ab? Alt. Abgehen. So. Und jetzt kann ich hier dran ziehen und es passiert nichts. Das habe ich auf der anderen Seite, wie gesagt, auch schon gemacht. Da passiert auch nichts. Dann nehme ich mir mein Lapbook. Das hier klappe ich mir mal auf, damit es mir nicht im Weg ist zum Kleben. Und dann klebe ich mir das hier ein. Ich kann jetzt überlegen, ob ich das so reinkleben möchte, dass man es hier an der Seite zumacht. Oder ob man es eben oben zumachen soll. Ich möchte es gerne oben zugemacht haben. Ich kann die Bänder dann immer noch raushängen lassen. Ich könnte es natürlich auch so rum befestigen, aber das finde ich jetzt nicht so hübsch. Genau, man kann die Bänder noch zur Seite raushängen lassen. Ich fange wieder von Hüttchen auf Stöckchen. Und ja, ich nehme dafür so ein Heavy Body Gel. Das klebt im Prinzip alles und trocknet klar aus und klebt dann nicht mehr. Ich lege mir jetzt mein Buch hier hin, damit ich weiß, von wo bis wo ich das aufbringen muss. Man kann aber auch Kleber nehmen, den man hat, der gut klebt. Ich möchte es halt festkleben und nicht irgendwie anderweitig da aufbringen. So. Einmal ordentlich Kleber. Bisschen drüber. So.
Dann nehme ich mir hier meine Spitze, habe mir die Mitte rausgesucht. Die Mitte ist da. Und klebe das jetzt einfach hier so fest. Das füllt halt auch ganz gut die Lücken von der Spitze. Danach ist das Bombe. Ich habe erst überlegt, ob ich noch was drunter setze. Aber ich wollte gerne, dass man diese Dame hier sieht, wenn man die Karte rausnimmt. Das war so meine Idee bei der Seite. Und ja, das Ganze wird jetzt erstmal trocknen. Man kann das auch ein bisschen föhnen, dann trocknet es schneller. Aber Lufttrocknen ist manchmal auch eine ganz gute Alternative. Das hier ist jetzt ordentlich fest, das wird sich nicht mehr lösen. Hier habe ich noch ein weiteres Stück angebracht. Das zeige ich euch gleich, wofür das ist. Und hier kann ich jetzt mein Buch reinlegen, mein kleines Mini-Buch, und das zumachen. Also es reicht auch so ein ganz einfacher Knoten, dann kann ich das hier unten rein, unten raushängen lassen, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch es oben raushängen lassen, wenn ich möchte, oder hier einfach so reintüdeln. Man kann auch eine Schleife machen, dadurch, dass das Buch ein bisschen höher ist, die Box hier ein bisschen höher ist, passt das hier ganz gut. Oder man nimmt es halt einfach raus und kann es dann wieder reinstecken. Man kann halt also auch einen Doppelknoten machen und das Ganze als Tasche benutzen. So, mein Buch ist jetzt hier verstaut, mein kleines Notizbuch. Und dann, so, und wie ihr seht, habe ich hier jetzt auch noch ein bisschen Schleife dran, Spitzenband dran. Und das werde ich mir jetzt einmal hier so über Kreuz legen. Und dann kann ich das nämlich hier befestigen in der Mitte. Ich habe dafür wieder so eine Bottle-Sicherheitsnadel genommen. Die finde ich ganz hübsch. Ein paar Perlen aufgefädelt. Das ist das gleiche wie hier. Das sind halt nur mit einem Mini-Ephemera noch mit dran. Und ja, wenn einen die Perlen nerven, kann man die auch abmachen oder festkleben. Nur festgestellt, das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Weil das doch ein bisschen tüdelig ist, weil das Ding nicht wirklich groß ist. Und dann kann ich das nämlich, ich das mal anders drehen, hier oben einfach mit der Sicherheitsnadel quasi zumachen. Bist du jetzt zu? Ja, du bist zu. Und dann hängt das hier so rum. Oder beziehungsweise so, ne? Ist halt hier. Und je nachdem, wie eng man das hier oben zumacht, passen da diverse Stifte rein. Zum Beispiel so ein Bleistift. Der wird jetzt durchrutschen. Der ist, glaube ich, ein bisschen dünn. Ja. Man muss halt gucken, wie man das aufklebt. Aber hier so ein Kugelschreiber, der müsste halten. Ja, der hält. Da fällt er nicht raus. Und man hat einen Stift dabei. Wenn man jetzt sagt, man möchte zwei oder drei Stifte mitnehmen, dann kann man das Ganze natürlich hier durch die Sicherheitsnadel auch ein bisschen weiterstellen und hat dann die Möglichkeit, auch noch ein paar mehr Stifte mitzunehmen. Und das passt natürlich auch hier. Ne, man sieht es dadurch, dass ich hier einen Rand gelassen habe. Ganz zufällig natürlich. Manchmal hat man Glück. Passen da auch ein paar Stifte rein. Also wenn ich das so mache, da passen noch zwei, drei Stifte rein. Und das passt immer noch. Von der Dicke her muss ich halt nur gucken, dass das hier dann auch passt. Ja, das ist so eine Idee von einem Stifterhalter. Wenn man den ein bisschen weiter oben macht, dann kann man den auch ein bisschen lockerer lassen. Da hat man ja hier meistens so Klemmen dran und dann geht das auch. Genau, das ist meine Idee von dem Stifterhalter und der Aufbewahrung von einem kleinen Büchlein. Hier könnte man natürlich auch noch was anderes drunter schieben, wenn man das möchte.